Mein imaginärer Freund. Ja, ich habe auch einen unsichtbaren Freund, nur der ist in meinem Kopf. Und der hat viel Gesellschaft da oben. Aber bevor ich hier noch weiter Blödsinn rede, soll das Spiel auch bitte mal laden. Komm schon. Hallo. Ich möchte gern sehen, was da jetzt passiert. Oder ich warte einfach noch eine halbe Stunde, geh was essen. Ich glaube, das wird wirklich so weit kommen. Ah, nee. Doch, jetzt geht's los. Ganz. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Und jetzt? Gehen wir jetzt was spielen? Schneemann bauen, das wär's doch. Sie guckt aber auch sehr gelangweilt. Aber ich. Ja, komm, dreh dich mal um, Mädel. Ja, oder hat zumindest nicht sehr viel geschlafen. Aber es ist Weihnachten, wie wunderschön. Schöner Weihnachtsbaum. Ja, nicht zu nah ans Feuer, das ist heiß. Ich mag mich jetzt nicht aufs Sofa setzen. Was haben wir denn hier sonst noch Schönes? Ich will mich mal in der Wohnung ein bisschen umgucken. Er ist nicht sehr spektakulär. Aber muss das jetzt sein? Wenn ich hier spielen. Ihr müsst euch nicht anmelden, wenn ich hier am Spielen bin. Einfach mal von der Fensterbank zum Sofa und dann mal den Fernseher einschalten. Das ist doch immer das Richtige. Wie die Feuertage läuft, eh immer super Sachen. Nee, das ist nicht schön. Weg damit. Ist langweilig, Fernseh gucken. Mach mal was anderes. Könnten wir dann noch machen? Gehen wir mal zu Mami. Vielleicht hat die einen leckeren Keks? Mädel, du sollst zu Mami gehen. Los! Richtig, brav so. Mal gucken, was die gerade macht. Hallo! Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Noch nerven wir sie noch ein bisschen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Darf der unsichtbare Freund auch knuddeln? So, was haben wir da? Oh, Kühlschrank. Kühlschrank. Der hat sicher was Leckeres drin, oder? Kekse. Ich will Kekse haben. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Ach, Menno. Nein, nicht. Blöd. Ja, laufen wir noch ein bisschen in der Wohnung rum oder im Haus. Setzen wir uns doch mal hier hin. Können wir auch wieder rausgucken. Genau. Oh, das schneit aber ganz schön. Also ich hätte da schon Lust, einen Schneemann zu bauen. Können wir da rausgehen? Na ja gut, ist wahrscheinlich nicht so. Ja, ist nicht gerade ideal, wenn sie nur Socken anhat. Aber probieren wir es mal. Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Ach, dann bauen wir eben keinen Schneemann. Na gut. Und da hinten hat es doch eine Treppe gehabt. Da will ich nicht hin. Oh. Apropos, Räume unter Treppen. Das war doch ganz lustig beim letzten Mal bei der Party. Hallo, ist da wer?
frage tatsächlich immer bei dunklen Räumen, ob da jemand drin ist. Wirklich beängstigen wird es dann immer nur, wenn jemand antwortet. Ich kann mir meine Schuhe nicht anziehen. Schade. Hier? Kann ich nicht raus. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Gucken mal, was da oben so ist. Mal ein bisschen in ihr Zimmer schauen, wie das eingerichtet ist. Wie alt könnt ihr denn da sein? 5? Vielleicht ein bisschen älter, oder? Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Ja, zuerst muss ich aber noch woanders hin, sehe ich gerade. Was haben wir denn da? Gucken wir mal ein bisschen in den Spiegel. Und dann... Ach, hätte ich noch... okay, ich muss das gedrückt halten. R1 gedrückt halten. Oh. Das ist Besuch, den man nicht gern hat, wenn man Grimassen vorm Spiegel schneidet. Also Badezimmer ist schon mal sehr fies. Sollen wir direkt... Nee, ich gehe noch nicht in die Garage Öl holen. Ich wollte mir noch ihr hübsches Zimmerchen angucken. Was haben wir denn da? Noch einen Stuhl? Kann ich mich nicht mehr draufsetzen. Das ist ja gemein. Bett? Was kann man beim... Das Spiel will nicht so, wie ich gern möchte. Hallo. Ich würde gern zu dem Stuhl. Ja, jetzt können wir ein bisschen malen. Ein bisschen zeichnen. Komm, mach mal. Also, einmal so. Dann noch was, ne? Bisschen schraffieren das Ganze. Muss ja auch sein. Bisschen Tiefenschärfe geben. Aha, ich glaube, das ist mal wieder Aiden. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das sein soll. Aber ich denke, das soll Aiden darstellen. Irgendwas kann man doch noch beim Bett... Oh, was haben wir da? Ein bisschen mit den Puppen spielen. Hallo Barbie, wie geht's dir? Ah, L1. Hey Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Und irgendwie... Naja, ich mach mal weiter. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ist eine Kutsche, aber passt schon, Mädel. Darf ja, ich? Selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Wenn du meinst. Ich glaube zwar, ohne Pferd kommt das Ding nicht weit, aber okay. Was muss ich denn jetzt? Ach so. Auf X einschlagen. Ach, jetzt sind wir schon da. Gut, steig mal aus. Auf zur Teeparty. Na gut, dann los, hier lang. Irgendwie habe ich jetzt Lust, das Öl aus der Garage zu holen. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Ja, schön. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Ich will in die Garage. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Mit der Puppe stimmt, glaube ich, was nicht. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Och, Menno, jetzt willst du nicht mit Aiden spielen. Das ist ja gemein von dir. Und wie gesagt, ich habe jetzt Lust, in die Garage Öl zu holen. Oder kann man eigentlich noch unters Bett gucken? Da war doch noch was beim Bett. Ich will mal unters Bett gucken, ob die Monster noch da sind. Vielleicht wollen die ja auch ein bisschen Tee. Hier ist so gar nichts. Nee, da kann ich nichts machen. Schade. Vielleicht auf der anderen Seite vom Bett? Vielleicht mit dem Häschen. Ich kann das Häschen noch mitnehmen, als zur Verstärkung. Will sich jetzt aber nicht im Ernst hinlegen. Wir müssen doch in die Garage zum Öl holen. Ja, den Hasen dürfst du schon mitnehmen. So bin ich jetzt auch nicht. Aber mal ab in die Garage, los. Immer schön. 1, 2, 1, 2. Links, rechts oder rechts, links, ist mir egal. Oh, nee. Wo ist denn die... Ah, ich glaube, ich weiß, wo die Garage ist. Ja, denn die restlichen Räume lassen wir mal. Die Garage ist sicher der Raum, den ich vorher aufgemacht habe. Also die Tür. Eine Tür ist kein Raum, aber... Man weiß hoffentlich, was ich meine. So, mach mal auf. Jody? Hast du das Öl geholt?
komme. Ja, ja, ich beeil mich ja. Ich versuch's. Hallo, ist da wer? Na super, das Licht bringt's voll. Hübsche Garage habt ihr hier. Oh, jetzt muss... Ach, da ist sie. Ich hab's ja fast nicht gesehen. Es ist so scheiße dunkel hier. Mensch. Was ist hier kaputt? Hallo? Da ist was. Guck mich doch was an. Ich will hier raus. Komm, beweg dich. Geh da raus. Da ist die Tür. Jetzt sehe ich sie nicht mal. Jody, du willst raus, nicht runter. Da guckt nämlich irgendwas. Und bei dem, was du vorhin im Spiegel gesehen hast? Oh, scheiße, wir haben keine andere Wahl. Dann gehen wir mal zu dem unheimlichen Gesicht hinten an der Wand. Oder? Hallo? Würdest du dich bitte runterbewegen, wenn du schon nicht rausgehst? Danke. Gehen wir mal das unheimliche Gesicht angucken. Hallo, wer bist denn du? Bist du der Slenderman? Hm. Gucken wir halt das unheimliche Gesicht nicht weiter an. Wo ist denn das Öl? Da war doch was. Da ist ein Punkt. Oh, ich glaube, ich muss das Spiel heller einstellen. So ein riesen Kanister für die Küche. Oh, es ist kalt geworden. Oh, nee. Verdammt. Sehe ich ja gar nichts mehr. Da ist die Tür. Ja, komm, hoch die Treppe. Ja, geht mir ähnlich. Was ist denn das für eine Tonne voll Öl? Wollen Sie ein Auto damit betanken? Also Ölwechsel machen im Auto oder wie? Da, nimm. Danke, Schätzchen. Jo. Gehen wir jetzt nochmal in die Garage? Diesem unheimlichen Gesicht nochmal Hallo sagen? Na komm, machen wir mal. Hey, Schätzchen, warum spielst du nicht draußen im Garten? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Darf ich jetzt einen Schneemann bauen? Ja, weil in die Garage kann ich nicht mehr. Schade. Ich hätte das unheimliche Gesicht nochmal gern begrüßt. So, die Schuhe, die waren da hier, genau. Das sieht nach ihren Schuhen aus. Ja, erstmal die Jacke, genau. So, Garten war, glaube ich, da vorne. Andere Seite ist wahrscheinlich Straße. Gehen wir lieber in den Garten und bauen jetzt endlich den Schneemann. Ich will jetzt einen Schneemann bauen. Los. Ich befehle es dir. Ich gehe ja schon. Bloß nicht zu übermotiviert, Mädel. Das war selbst ich als Kind noch ein bisschen fröhlicher. Es ist langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Alden? Dir ist nie kalt. Na ja gut, ich glaube, ich wäre auch ziemlich demotiviert, wenn ich da einen unsichtbaren Freund mit mir rumschleppen würde. Kann ich jetzt nicht... Ich möchte doch so gerne einen Schneemann bauen. Mit dem Ball kann ich auch nur spielen, indem ich reinlaufe. Vielleicht schaukeln? Im Schnee schaukeln, das wäre doch was. Auch wenn die Kette ein bisschen eingefroren aussieht, oder das Seil. Schubst du mich an, Aiden? Ja, mach mal doch. Wie ging das nochmal? Und... Ups! Oh, jetzt bin ich... Ich will nochmal. Und nochmal! Schneller! Schneller! Naja, das ist... Kann ich dich nicht mehr anschubsen? Lass mal das.
Dann halt nicht. Ich hab doch. Eh keinen Spaß. Ich hab doch. Dann macht's halt keinen Spaß. Wunderschön beleuchteter. Was auch immer das sein soll. Und dann spielen noch ein paar Kinder. Okay, ich schwör's dir. Ja, was schwörst du, Alter? Komm schon, los auf ihn! Hey, das ging daneben! Erwischt! Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling! Das! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Ja, gut, mach mal doch. Wie komme ich denn da rüber? Ah, hier komme ich. Da komme ich rüber. Ja, komm hoch. Au, au, das ist kalt. Bisschen anstrengend könntest du schon, Mädel. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Doch. Immer ich, immer ich. Na gut. Einmal so und dann. Aiden, du bist der Beste. Komm schon, los. I know I'm the best. Miss? Ach, ich muss gedrückt halten und dann L1 gedrückt. Ach, das ist ja kompliziert. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm mal schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Miss? Ich beschmeiße euch einfach mit Schneebällen. Ach so. Hui. Treffer. Hey, du kriegst mich nicht. Das war daneben. Da steht einer. Komm, ich will ihn. Wo schießt du denn hin? Er ist da drüben. Oder sie. So, da. Ha, Treffer. Wen haben wir denn noch? Dich will ich abschießen. Komm her. Haha, voll in die Birne. Auf die 12. Du hast auch nichts abgekriegt. Hahaha, Treffer! Jetzt, nein! Du, nein, du! Den da! Du bist tot, kleiner Wicht! Ich hab dich! Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Nee, Aiden. Also gut, einen kleinen Schubser können wir machen. So fest war das doch nicht. Tu jetzt nicht so. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jody Holmes ist eine Hexe. Komm mit. Wir gehen heim. Komm mit. Das ist aber ein netter Papa. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger. Philipp, nicht. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Nicht Aiden sauer machen. Aiden Smash. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Oh doch, es gibt Monster. Und ich bin eines davon. So, machen wir nochmal das Licht an. Das ist doch langweilig. Klick. Geh weg, ich hasse dich. Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg. Das
sollte sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Du bist ja sehr ein netter Typ. Du bist mir irgendwie sehr unsympathisch, weißt du das? Ich geh mal wieder zurück. Das ist ja so ein Arschloch hier. Was kann ich denn jetzt machen? Ach ja, mal nach rechts drehen. Und dann wieder nach links drehen. Und dann wieder auf den Rücken. Oder was jetzt? Ach, jetzt schläft sie ein. Oder auch nicht. Wir sind nicht alleine. Hallo? Aiden? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Sicher? Mal das Häschen nehmen. Bisschen Hase knuddeln. Ja, dann geht's einem schon viel besser. Na gut, tief durchatmen. Oder auch nicht. Sag dich doch.